Hallihallo und willkommen zur 54. Folge des FIFA 13 Karrieremodus mit MSV Frankfurt. Und ja, es ist ja die gute alte Transferzeit. Und das bedeutet natürlich, dass in diesen Folgen immer so rund um Sommer und Winter ziemlich viele Transfers getätigt werden meinerseits. Und dass dann die Episoden auch viel mit Transfergedöns zugeklatscht sind. Und wenn das nicht so interessiert, ja, der schaut dann halt erst danach wieder rein, sieht dann aber viele, viele Sachen nicht, die dann neu ins Team dazukommen sind und wird sich danach wundern, hups, da war doch was, da ist ja jemand neu, wo kommt der denn her? Und ja, von daher, guckt's einfach an und dann ist gut. Diesmal Partie gegen FC Bayern München. Und da wisst ihr, hatten wir eigentlich bisher immer ganz, ganz gute Karten gegen Bayern. Ich glaube, dreimal in Folge gewonnen, soweit ich mich erinnere, in den letzten drei Partien gegen die Bayern. Das letzte Mal haben wir sie zerstört in der Hinrunde. 4:1, wenn ihr euch erinnert. Aber diesmal waren die Bayern doch, jetzt wo sie langsam auf Kurs sind, deutlich, deutlich stärker. Wir hatten unsere erste Chance über Benzia, sie über Schweinsteiger und dann auch die erste Ecke direkt hinterher. Und da ist Dante und es steht 1:0. Ja, ziemlich bitter. Auf jeden Fall, wie gesagt, 4:1 hatten wir in der Hinrunde gewonnen, aber Bayern war auch total außer Form, war nur Sechster oder so. Und jetzt seht ihr, jede Partie haben Bayern, glaube ich, gefühlt in der Rückrunde schon gewonnen. Sind ja auch wieder an uns vorbeigezogen. So wie Taylor hier in der Abwehr vorbeizieht, dann wunderbar, Wilhena im Rücken der Abwehr sieht und schon steht es 1:1. Ach ja, die Bayern. Ja, ich möchte diesmal auch so ein paar Fragen antworten, die immer wieder in den Kommentaren gestellt werden. Zum einen, dass ihr immer schreibt, mach bitte mehr Ultimate Team. Ich habe euch meine Meinung dazu gesagt. Wenn ich Lust habe, Ultimate Team zu spielen, dann wird auch öfter Ultimate Team kommen. Aber Karrieremodus macht einfach mehr Spaß und Benzia vergibt dir die Riesenchance auf 2:1. Stattdessen die nächste Ecke für die Bayern. Und denkt dran, Ecke Bayern, Tor Bayern. Möp. Oh, gegen Bayern zweimal in Rückstand zu geraten, ist richtig bitter. Und es ist noch bitterer, wenn man, weil man dann sowieso schwer zurückkommt, meine ich. Und es ist noch 100-mal bitterer, wenn das Ganze durch eine Ecke passiert. Ah, Bergrud macht das ja aber klasse, scheitert, Eli setzt nach, kommt nicht dran, Mann, wenn man sowas nicht macht, darf man sich nicht wundern, wenn man gegen die Bayern verliert. Ja, auf jeden Fall, die Fragen, die immer gestellt werden, wie gesagt, Ultimate Team, ich werde es machen, wenn ich viel Ultimate Team spielen würde, aber ich spiele es halt überhaupt nicht und dann kann ich leider auch keine Ultimate Team Folgen bringen, das tut mir leid für die, ich werde natürlich immer weiter probieren, das halbwegs regelmäßig zu machen, einmal die Woche kommt auf jeden Fall Ultimate Team, aber mir ist das Karriereding wohl zurzeit doch eher wichtiger und von daher, nun ja. 2:2 Stimme gegen die Bayern, immer noch keine Niederlage, genauso wie gegen Dortmund auch noch keine Niederlage, obwohl doch, dann haben wir euch verloren. Also, noch keine Niederlage gegen die Bayern in 4 Spielen, das denke ich mal, ist ganz ordentlich. Also, Fragen, die mir gestellt werden. Ja, ich spiele auch Weltklasse, wer es mir nicht glaubt. Es ist oft genug, ganz kurz vor den Spielen zu sehen. Ich bin halt einer, der immer drückt direkt immer die ganze Zeit weiter und drückt. Ja, nochmal ganz kurz, ihr habt ja gesehen, ich habe Goretzka für Juninho und 200.000 mir jetzt eingetauscht. War ich deutlich mehr daran interessiert an Juninho, als an Juninho, der mich ein bisschen genervt hat schon zum Zeitpunkt. Und dann Biragi hier, unfassbare Stats in Tempo und Ausdauer und so. Gegen Teixeira eintauschen, aber ihr werdet auch gleich noch sehen, dass Stuttgart das Angebot, was ich ihm gegen gemacht habe, annimmt und dann war ich dafür, dass ich lieber den Spieler bekomme anstatt das Geld und habe gehofft, dass das schneller über die Bühne geht und dann werdet ihr sehen, was passiert. Und ja, ich spiele auf Weltklasse seit Anfang der Dings hier, also FSV Frankfurt Karrieremodus habe ich von Anfang an auf Weltklasse gespielt und habe seitdem auch nicht geändert und nein, ich habe auch nichts an den Reglern verstellt, alles ist noch auf 50. Oder wie es immer auch immer sein sollte, alles auf Standardeinstellung. Ich habe nicht meine Spieler schneller gemacht, ich habe nicht die Gegner langsamer gemacht, ich habe keinen Torwart-Einstellung verändert. Die Torwärter halten sollten genau das halten, was sie halten sollen, laut der EA 50 Dingster-Wertung. Und von daher ist es alles genauso, als würdet ihr jetzt genau eine FSV-Krankenkarriere auf Weltklasse starten. Ich habe daran nichts geändert und von daher, ja, für die Leute, die es, weiß ich nicht was, der ihr Problem ist, die es immer anzweifeln, dass ich irgendwas da verdreht habe an den Reglern oder doch nicht auf Weltklasse spiele. Ich meine, ich habe, glaube ich, einfach rausgefunden, wie man effizient gegen den Computer spielt. Und ja, wer das nicht kann, das ist nicht mein Problem, wer es nicht rausfindet, gegen Computer zu spielen, auf Weltklasse es dann nicht schafft. Klar, es ist ziemlich krass, dass ich mit FSV so weit vorne stehe auf Weltklasse. Aber ich meine einfach, ich glaube, ich bin kein schlechter FIFA-Spieler, so direkt
weiß ich auch nicht, ob man im Ferrari-Modus unbedingt schlecht sein kann. Aber ist ja auch egal. Ich meine, ich bin einfach, glaube ich, kein schlechter FIFA-Spieler. Ich habe rausgefunden, wie man den Computer halbwegs die Abwehr da zermürbt. Das ist nicht ganz einfach auf Weltklasse, gebe ich zu. Ich arbeite viel mit Schusstäuschung und immer Richtungswechseln. Also damit arbeite ich viel und damit klappt es dann auch einigermaßen. Dazu braucht man auf jeden Fall Tempo. Also es ist so die Variante, die ich für mich rausgefunden habe, wie man gegen den Computer spielt. Gibt bestimmt noch ganz viele andere Varianten, aber mit der bin ich am erfolgreichsten und ihr seht ja, es läuft ja auch echt gut. Dafür stehen wir ja ziemlich weit vorne mit dem FSV und ja, damit kommen anscheinend manche nicht zurecht. Tut mir leid. Aber wie gesagt, alles auf Weltklasse, alles auf normale Regler. Und jetzt haben wir den Elfmeter ziemlich spät schon in der Partie. Nichts hat bisher geklappt. Immer war der Keeper da und Benzia macht's dann aber alles richtig. 60. Minute. 60. Ja, okay. Mit dem erlösenden 1 zu 0. Denn wir waren deutlich überlegen dem Leverkusen. Und jetzt immer dieser krasse Antritt von Adrian. Hier muss er vielleicht rüber spielen. Und so wird's dann nur ein schwacher Abschluss. Aber wie gesagt, wir waren deutlich überlegen und wenn wir dranbleiben wollen an der Spitze, so wir wollen ja auf jeden Fall in die Top 4 kommen. Das ist unser Ziel und dafür, das haben wir auch angegeben als Ziel für den Vorstand, dafür haben wir ja mehr Geld bekommen. Das ist also unser Ziel sind also in den Top 4, denn Top 4 ist Champions League und das bedeutet natürlich für uns, das wäre doch ziemlich wichtig, dass wir das schaffen. Und dazu war ein Sieg gegen Leverkusen bitter nötig. 90. Minute Adrian mit der Entscheidung, wie ihr gesehen habt, nach dem klasse Antritt von Eli. Ja, übrigens auch bei Eli, da haben sich auch viele gefragt, hä, was das? Es gibt einen Rosse Eli oder sowas in den Dreh, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Den gibt es ganz normal zu kaufen, aber der ist Innenverteidiger und den Eli, den ich habe, der ist wohl ein Jugendspieler, den irgendwer gescoutet hat. Ich glaube, es war Milan. Milan hatte den gescoutet und deswegen habe ich einen anderen Eli als ihr. Ihr werdet diesen Eli wohl kaum finden, ich weiß nicht, wie das so generiert ist. Vielleicht wird der eine oder andere ihn von euch doch schon finden, aber generell könnt ihr ihn so nicht einfach finden, denn er ist halt nur ein Jugendspieler. Ja, habt ihr gesehen, Biragi, unser neuer Linksverteidiger, Goretzka wird unser Mittelfeld verstärken und Beiten wird für 2,1 Millionen wohl zu Liverpool wechseln, wenn da es keine Dings wegen dem Vertrag gibt des Spielers. Und ja, das war's dann auch schon heute für mich wieder. Wie es weitergeht mit den Transfers, das erfahrt ihr dann nächste Episode. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.